Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bus Simulator 16. Seit der letzten Aufnahme ist es schon wieder einiges her. Ich nehme ja immer staffelweise auf für die Leute, die jetzt neu hier zu meinem Kanal hinzugekommen sind. Herzlich willkommen. Das heißt, die letzte Staffel habe ich aufgenommen bei Folge 4, 5, 7, 8 irgendwo. Und jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was wir letztes Mal gemacht haben. Ist ein bisschen blöd, aber kriegen wir hin. So, was war's denn? Ah, ich erinnere mich mehr, genau. Erfülle die Richtlinien zur Luftverschmutzung, besitze mindestens 4 moderne Busse, die diese Richtlinien erfüllen. Da hat man, glaube ich, auch heftig schon durchgewechselt, wenn ich mich erinnere. Nee, haben wir noch nicht. Da fehlt noch so einiges. Ja. Da wäre die Überlegung, ab wann wir dann die, ab wann wir die Busse austauschen sollten. Letztlich müssen wir auf jeden Fall jetzt erstmal wieder Geld verdienen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, besitzen eine schnelle Strecke mit. Also diese Sachen haben wir alle erledigt. Ich hoffe, dass es dann so bleibt. Das heißt, ich müsste jetzt mal gucken. Hier haben wir Fahrer drauf. 5000. Hier haben wir Fahrer drauf. 3000. Hier haben wir Fahrer drauf. 2 sogar. 16.000. Eine neue Straße Bakada. Irgendeine Linie hatte ich ja besonders lang gemacht, die wir dann nochmal fahren müssten, um zu gucken, ob wir da wirklich richtig viele Kohle verdienen. What was it? Oder wollten wir das erst noch machen? Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht. Besitzeinschränkung, mindestens 2. Stelle. Besitzeinschränkung, eine halbe Stelle. Da dürfen wir jetzt natürlich einer der alten Strecken nicht kaputt machen. Wollten wir das machen oder haben wir das schon gemacht? Ich weiß es echt nicht mehr. Ansonsten haben wir ja alle, ne? 2 Haltestellen in jedem Distrikt haben wir. Besitze eine schnelle Strecke in jedem Freistand. Sind maximal 7 Befahrer sind mit. Ja, das haben wir. Erfülle die Richtlinie. Ja. Das heißt, ich würde das Ganze einfach mal testen. Ob wir wirklich mit einer langen Strecke sehr viel verdienen. Weil, achtet mal auf Folgendes. Wir haben hier jetzt eine Strecke zum Beispiel. Taktzeit 9, 5700. Die hier ist deutlich länger. Viel mehr verdienen wir dabei nicht, ne? Also welchen Faktoren das hängt, ist mir gerade noch nicht ganz klar. 1 von 3, 1 von 3. 2 von 6, 16.000. Das ist die hier durch den teuren Nobelbezirk. Hier haben wir keinen Fahrer drauf. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Fahrer übrig haben. Nein. Dann, hier haben wir einen drauf. Das heißt, ich würde diese... Ist das denn jetzt eine Strecke, die wir gebaut haben, um irgendwas... Nee, guck mal hier. Das ist keine Strecke, die irgendwie zu den Aufgaben gehört, oder? Das heißt, die hier würde ich jetzt gerne mal bearbeiten und daraus eine Teststrecke machen. Und zwar... neue Straße West, Konzerthalle, Fischerweg, Bakada. Wir machen mal Folgendes. Wir versuchen hier raus, eine Strecke zu bauen, die möglichst alles abdeckt. Also wir fangen hier in der Schillerstraße an, Südtiroler Straße. Damit haben wir den Stadtteil hier unten angebunden. Dann versuchen wir wieder Rechtsverkehr, also Andreaskirche, neue Straße. Ja, lass uns mal hier einfach weiterfahren. Fernsehturm, Hauptbahnhof, Freiheitsstraße, Königstraße. So würde ich das mal probieren. Dann haben wir alle Stadtteile drin und ja. Welchen Bus nehmen wir? Welchen Bus nehmen wir? Nee, wir nehmen nicht den Gelenkbus. Ich habe mich auch darauf hingewiesen, dass ich ein bisschen auf die Sitzanzahl achten soll. Ich glaube nicht, dass das irgendwie was ausmacht. Und die C5, 8Bs haben alle automatische Rampen. Das wäre jetzt auch nicht das Problem.
Ja, da fahren wir davon mal ein. Und dann sind wir mal gespannt. So, müsst ihr eigentlich ohne Probleme dann hinhauen und laufen. Ich weiß natürlich jetzt nochmal die ganze Tastenbewegung nicht. Tastenbewegung, genau. Das ist, wenn die Tasten sich bewegen. Ne? Wenn man ein Spiel spielt, dann bewegen sich immer die Tasten. Und ja, ich weiß nicht mehr, wie die das machen. kriegen wir hin. So, erstmal hier, ups. Genau, das war das. Das war absenken. Die Bremse war es. Sehr gut. Na, das kann ja eiter werden. Auf jeden Fall werden wir besser auf die Fußgänger achten müssen und all solche Dinge. Hallo? Es scheint übrigens einen kleinen Patch gegeben zu haben, was die Grafik angeht. Nochmal wieder. Oder ich irre mich. Ja, und das nächste Ziel, was ich so vor Augen habe, ist, dass wir auf jeden Fall auch mal die MAN-Busse checken wollen. Also was da so geht. Nachdem wir ja... Oh, da rennt gerade noch jemand zur Bushaltestelle. Eine so, normale Fahrkarte, bitte. Jetzt geht das wieder los. Eine normal, drucken. 20, 30, 50, 3, 5. Danke, mein Lieber. Guten Tag, mein Herr. Hey, wie geht's dir? Das Danke, mir geht's gut. Neue Nummer. Du speicherst sie besser in deinem Kopf. Vielen Dank. Ist bitte. Wir unterhalten uns später. So. Also, was ich sagen wollte. Ja, unser Ziel ist natürlich, dass wir auf die MAN-Busse hinkommen, aber die Missionen und so würde ich auch ganz gerne machen, weil ich halt wissen will, wie sich das denn anfühlt, wenn man hier den Story-Mode in diesem Spiel spielt, sozusagen. Warum fahren wir denn jetzt links ab? Habe ich da echt eine Linksabbiegerte? Blöd. Aber so sind die Strecken auch mal anders. Ich glaube, wenn wir alle Strecken immer rechtsabbiegend machen, dann hätten wir da eh ein Problem. Jetzt werden wir noch zu spät ankommen hier. Mann! Südtiroler Straße. Perfektes Timing, sagt er mir hier trotzdem noch. Also bin ich nicht ganz mit überzeugt. Naja. Ich glaube, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Ich soll übrigens zwei Schüler. Einzelfall. Was? Achso, zwei. Danke. Ich brauche eine Einzelfahrkarte für Senioren, bitte. Ich soll das übrigens nicht mehr nachäffen, habt ihr mir gesagt, weil das wäre auf Dauer zu langweilig. Oder, wie wurde das noch freundlich formuliert? Einmal nachäffen reicht, okay. Danke. Einen ist ja so, schönen Tag. Für die jetzt auch wieder neu sind, ne? Ich erwähne das ja gerne nochmal. Ich lese alle Kommentare. Also es gibt ja kaum noch, dass YouTuber wirklich alle Kommentare lesen. Mache ich. Ich beantworte zwar weniger als vielleicht... Also es gibt schon mal Phasen, wo ich mir dann wirklich auch die Muße nehme, alle Kommentare zu beantworten. Aber als das mal 17.000 Antworten in einem Monat waren, da war es dann etwas viel. Aber ich lese alle Kommentare, weil ich mache das ja nicht für mich hier und damit ich mich toll fühle, sondern um euch zu unterhalten. Können Sie bitte die Temperatur senken? Ich bekomme einen Schweißausbruch. Ja, perfekt. An der Haltestelle gehalten. Müssen wir überhaupt halten? Nicht. Neulich habe ich mir Indie-Spiele angesehen und dieses coole Spiel Son of Nor gefunden. Worum geht's? Was ist denn mit der Lenkung los? Mann! Ja, wir machen das nochmal. Habe ich echt die Haltestelle? Das ist, wenn ich mich auf zwei Sachen konzentriere. Herausforderung, 11.000 pro Woche, jetzt kriegen wir hin. Bla bla bla, ja ja, also jede Haltestelle, ne? Jede. Hätte halt gern, dass ich die hinten noch raus editiere und da stattdessen die gerade Ausfahrstrecke reinnehme. Naja.
Blöd gelaufen. Fängt ja wieder gut an. So, jetzt haben wir es aber auch heller. Jetzt sehe ich auch mehr. Ja, ich habe in den Spiegel geschaut. Ja, ich habe sehr viele Theorien aufgestellt zu dem, wie das funktioniert und wann was welche Vorteile bringt. Allein daran kann man schon sehen, es ist nicht ganz eindeutig die Meinung, also welche Dinge von Vorteil sind, welche von Nachteil sind. Deswegen müssen wir uns das ein bisschen ausklamüsern. Also dann gibt es dann so Sachen wie, du kannst doch einfach dies, das machen. Und zwei Kommentare später schreibt jemand genau das Gegenteil dazu. Schillerstraße. Daran sieht man halt. Oh, hallo. Hallo. Eine Parkkarte, bitte. Aber sehr gerne doch. Achso, ich soll ja nicht mehr nachhelfen. Entschuldigung. Danke. Einen schönen Einzelfahrt für Senioren. Ihnen auch einen schönen Tag. Danke, mein Lieber. Bitteschön. Will der noch zu uns? Nein. Ja, wir haben, glaube ich, nicht geblinkt. Nächster Halt, Südtiroler Straße. Da hatte ich meinen ersten Urlaub übrigens, als ich Kind war. Der typische, die Eltern fahren mit dir in den Wanderurlaub. War trotzdem schön, aber auch anstrengend. Ich extra Wanderschuhe bekommen, die früher mein Cousin, ne? Wir hatten ja nichts. Und die waren so schwer. Ich hatte immer den Eindruck, nur wegen den Schuhen ist das so anstrengend, weil die so schwer und klotzig waren. Da ist die Zeit wieder abgelaufen. Wir müssen die Strecke wahrscheinlich eh zwei, dreimal fahren. Na komm schon. Wieso? So, jetzt reicht's aber mal hier. Was habe ich denn... Wir machen das jetzt so lange, bis das fertig ist. Ich hoffe, ich habe in der letzten Folge nicht irgendwas gesagt, was ich machen wollte und habe das jetzt total verpeilt. Aber manchmal muss Beharrlichkeit ja auch belohnt werden. War ja klar, dass die genau jetzt rot wird. Was ich mich frage, ist übrigens, ist es überhaupt intended? Also gut, wahrscheinlich ist es nicht intended, ne? Dass man diese Haltestellenbremse einfach dazu benutzt, einfach abzubremsen. Darf man das überhaupt? Gibt es einen Grund, der dagegen spricht? Ich wüsste jetzt keinen. Und ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass wir die nächsten 20 Folgen versuchen werden, diese Strecke zu fahren. Ich weiß nicht warum. Ich habe hier ein sehr schlechtes Gefühl. Sowas beschleicht einen ja schon mal. Wir lagen auch schlecht bei den ersten Versuchen. Lagen wir auch schlecht in der Zeit, ne? Obwohl da was anderes angesagt wurde. Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. Ist natürlich gut, wenn die mehr kaufen hier an Fahrkarten. Ich glaube auch, dass das irgendwie auf die Strecke berücksichtigt wird, aber ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, das ist alles noch so ein bisschen zweifelhaft. Also mir ist es nicht ganz klar, vielleicht ist euch das klar. Wenn ihr zum Beispiel, als wir diese eine Strecke eingefahren sind und Stadtfest war und sehr viele Leute unterwegs waren, da war das ja auch relativ extrem. Und zum Beispiel, warum sind wir hier immer zu spät an dieser Stelle? Ich weiß es nicht.
Ja, ihr habt es gehört, die Eisenbahn ist gefahren. Das heißt, diese Folge ist vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Garderol fährt der Verspätung hinterher. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Übrigens, cool animiertes Rollstuhlfahrer, ne? War schon nicht schlecht. Bis dahin sage ich besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.